Hallo und herzlich willkommen in Evas Büchereckchen auf meinem YouTube-Kanal, wo ich normalerweise über Kinderbücher spreche, heute aber mal ein ganz anderes Thema habe. Und zwar möchte ich anfangen, so ein bisschen besser schriftlich zu planen und Sachen festzuhalten und dafür Journals zu basteln. Und ich habe vorher schon ein paar Journals gebastelt, einfach weil mich das so interessiert hat. Gerade das Thema Junk Journal finde ich sehr interessant und ich dachte, ich nehme euch da jetzt mal mit, macht so eine kleine Videoreihe, wie ich aus Müll ein hübsches Journal oder ein hübsches Büchlein bastle, das man für verschiedenste Dinge nutzen kann. Und sehr inspirierend fand ich die Kanäle Papier und Feder hier auf YouTube und Bollenhutart ebenfalls hier auf YouTube, weil die eben sehr viel mit Alltagsmaterialien auch basteln. Und das ist genau das, was mich interessiert. Ich komme mehr so aus der Upcycling-Ecke, habe früher ganz viele Sachen aus alten Stoffen genäht und hergestellt und immer auch gerne mit Papier und Pappe gebastelt und da passt Junk Journaling sehr gut rein. Heute in dem Video möchte ich euch einmal zeigen, aus welchen Materialien ich Journals herstelle und dann immer auch ein Beispiel, wenn ich es habe. Und was man braucht für so ein Journal ist einmal ein Umschlag natürlich oder ein Buchdeckel oder wie man das nennen möchte, der ein bisschen stabiler ist. Und dann entsprechend Seiten dafür. Und das Ganze möchte man natürlich ein bisschen hübsch gestalten. Und für alles werde ich euch mal zeigen, was ich da so für Materialien zu Hause habe. Ich bastle die Buchrücken immer aus Pappe. Und das Einfachste, was man da nehmen könnte, wäre etwas, was ich hier als Unterlage habe, nämlich die Pappe zum Beispiel von einem alten Block. Das kann DIN A3 sein, dann kann man natürlich ein bisschen was Größeres draus machen oder den kompletten Buchrücken daraus machen oder mehrere aus DIN A4. Genau, das ist in der Regel sehr schön stabile Pappe. Heute habe ich allerdings was anderes dabei, weil das noch einfacher ist, aus Verpackungskartons Journals oder Buchrücken zu gestalten. Da muss man nur sehr wenig machen. Und mein Lieblingskarton für sowas sind Müsli-Kartons in dieser Größe, weil das auch genau die Größe ist, die ich gerne als Journal verwenden möchte. Deswegen habe ich schon relativ viele Journals aus solchen Müsli-Kartons. Ich habe aber heute auch einen gefunden, der ist ein Hauch kleiner, sieht aber auch sehr gut aus. Das war hier sowas, das war natürlich nochmal in Plastik eingeschweißt, also der Karton hat da nichts abbekommen. Und was man natürlich auch gut nehmen kann, sind zum Beispiel Pizzakartons oder sowas hier, Frühstückscerealienkartons, weil die natürlich auch große Flächen haben und da muss man zwar ein bisschen mehr schneiden, aber da kann man trotzdem sehr gut auch Journal Cover draus basteln. Und wenn der Karton sehr dünn ist, kann man ihn eben auch einfach doppelt nehmen und sozusagen zwei Lagen aufeinander kleben. Dann hat man auch schön was Festes und Solides. Genau. Das ist sozusagen die Grundlage für unser Cover. Und dann hat ein Journal natürlich auch noch Seiten. Und für die Seiten möchte ich jetzt nicht gerne neue Seiten verwenden. Für die Größe meiner Cover bietet es sich immer an, Zettel zu nehmen, die ungefähr DIN A4 Größe haben. Und da hole ich mal kurz meinen Stapel hier rüber, was ich da so an Papieren nutze. Und ich sag mal, der absolute Klassiker sind Zettel von irgendwelchen Kritzeleien oder die nichts geworden sind, die ich aber für das Junk Journal gerne verwende. Dann habe ich manchmal Reste von irgendwelchen Werbeblöcken oder ein, zwei Seiten aus dem Schulblock von letztem Jahr von meinen Kindern, die ich da verwenden kann. Ich nehme aber auch gerne mal zwischendurch
sowas wie Verpackungspapier. Das hier war von dem Versandhaus mit dem freundlichen Lächeln, eine große Versandtasche. Das kann man verwenden. Und ich möchte in meinem jetzigen Journal auch nochmal hier einen großen Briefumschlag als Seite, als besondere Seite sozusagen verwenden. Hier ist nochmal so ein gemaltes Bild. Und wenn man zwischendrin nochmal ein paar besondere Seiten haben will, dann kann man zum Beispiel, wir hatten einen auseinanderfallenden Atlas, der nicht mehr zu retten war, könnte man so eine Seite nochmal mit einfügen. Oder ich habe hier einen Modekatalog, der sehr hübsche, bunte Seiten hat. Da habe ich mir überlegt, vielleicht nehme ich davon nochmal eine Seite rein. Und was man dann machen kann, wenn man so eine bunte Seite faltet und nutzt. Mal schauen, ob ich hier eine schöne finde. Dann kann man da natürlich, wenn man das gefaltet und eingeklebt hat und man möchte darauf schreiben, auch nochmal ein Stück entsprechendes Papier darauf kleben, das man dann beschriften kann bei so einer bunten Seite. Ich habe hier auch noch ein Reisemagazin mit sehr schönen bunten Seiten, was man eben, wo man einzelne Seiten genauso draus verwenden könnte wie aus dem Modemagazin. Und wenn ich eben zwischendurch so sehr bunte oder sehr doll bemalte Seiten habe und da etwas draufschreiben möchte, dann habe ich hier eben auch noch so ein bisschen kleiner formatige DIN A5 ungefähr alte, ja, Schulhefte oder alte Schreibhefte, die keiner mehr nutzen möchte. Und dann nehme ich davon eben zum Teil auch noch die Seiten. So. Und dann kommen wir jetzt zu dem dekorativen Part. Dafür muss ich mal eben wieder umräumen. Genau, wenn man sich so ein Buchcover aus so einem Karton macht, dann möchte man das natürlich auch noch bekleben oder einschlagen, damit man ein bisschen was Hübscheres als einen Burger vorne auf seinem Journal hat. Und ich habe da schon verschiedene Sachen ausprobiert, die haben alle sehr gut geklappt. Und die zeige ich euch jetzt mal. Zum einen habe ich, weil ich ja sehr viel, ja, auch noch Stoffe habe von früher, Cover in Stoffe eingeschlagen, einfach festgeklebt. Das hat sehr gut geklappt. Ich kann ja mal einmal hier aufmachen. Da passte, fand ich, so ein besonderer Verschluss mit Knöpfen sehr gut dazu. Ja, eingeklebt, einfach festgeklebt am Rand, von innen dann Papier gegengeklebt. Genau. Das habe ich gemacht. Dann habe ich schon mal eins mit einer Seite von diesem alten Atlas eingeschlagen. Das darf natürlich nicht riesig groß sein. Das hat aber auch sehr gut geklappt und sehr gut gepasst und auch einfach gut festgeklebt und innen dann andere Papiere gegengeklebt. Und dann habe ich auch immer in den letzten Jahren, wenn ich mal einen hübschen Kalender hatte, die großen Kalenderblätter gesammelt. Ich kann ja mal zeigen, ich hatte einen besonders schönen mit Märchen. Der hatte auch riesige Bilder da drin. Den nutze ich, da habe ich alle Blätter von behalten und dann, hatten wir auch einmal mit so Landkarten für Kinder gestaltet. Der ist auch, hat riesige Bilder und ist sehr hübsch. Und da habe ich zum Beispiel dieses Journal draus gemacht. Und auch wieder einfach aufgeklebt. Bei den Märchen ist auch immer in Kurzzusammenfassung die Geschichte gewesen. Das habe ich immer auf der Innenseite des Umschlags dann so belassen. Und das passte sehr gut, dass man eine sehr hübsche Abbildung hier vorne auf dem Cover hat.
Und was ich heute machen möchte, ist, dass ich einen Umschlag mache aus Packpapier mit irgendeiner schönen Abbildung dann als Coverfoto. Und das habe ich hier auch schon mal gemacht. Da habe ich so braunes Packpapier. Ich glaube, das war nicht mal Packpapier, sondern dieses Füllmaterial, was häufig in Paketen drin ist. Das habe ich hier einmal draufgeklebt als eine Schicht und dann eine Postkarte, die wir mal bekommen haben als Coverfoto. Und auf der Innenseite sieht man hier dann auch einfach gut festgeklebt das Packpapier und dann was Hübsches auf der Innenseite dagegen geklebt. Genau. Und ja, so als dekorative Elemente kann man eben Bilder aus Zeitschriften nehmen, wie diesem Reisemagazin oder dem Modekatalog. Man kann alte Geschenkpapiere aufbewahren. Da habe ich hier so ein paar, die ich ganz hübsch finde. Oder ich gucke immer mal in Bücherschränken nach Büchern, die als Bücher nicht mehr funktionieren, weil die einfach schon zu kaputt sind. Und dann kann man vielleicht so ein paar Buchseiten, wenn man welche findet, mit hübschen Illustrationen auch nutzen. Ich habe eins gefunden, das ist vollkommen auseinandergefallen gewesen, mit so englischen Gedichten über das Landleben, was sehr hübsche Illustrationen hatte. Und die werde ich jetzt auch in Zukunft benutzen. Das war halt so kaputt, dass ich den Buchdeckel gar nicht aufbewahren konnte. Dann gab es hier mal irgendwann so eine Banderole, die auch ganz hübsch ist, für die ich irgendwie noch Verwendung finden will. Und natürlich Postkarten, Grußkarten bewahre ich auch immer auf. Wenn Bekannte von uns Postkartenkalender haben, die sie wegtun wollen, nachdem die abgelaufen sind, frage ich da auch immer mal, ob ich die haben kann. Und ich bewahre eben auch nicht alles, aber immer eine gewisse Menge an so Füllmaterial, Papier, auch wenn wir mal ein Paket bekommen, wo das drin ist. Und heute möchte ich eben den Buchrücken, ich habe das hier mal so ein bisschen auseinandergefuddelt, den Buchrücken mit diesem Füllmaterial, Papier einschlagen und mir dann irgendwie eine hübsche Postkarte oder ein hübsches Bild suchen, damit ich sowas Ähnliches habe wie dieses hier. Ja, wenn das alles soweit klappt, sehen wir uns gleich zum nächsten Video. Ich werde jetzt versuchen, nochmal die Kamera so ein bisschen besser zu adjustieren, dass der Raum hier ein bisschen größer wird, dass man das besser sehen kann, weil das ja doch noch sehr klein ist. Ja, aber ich dachte mir so, um die Materialien mal vorzustellen, reicht es auf jeden Fall. Okay, bis gleich.